Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Runde von Minos Crafters. Ich habe jetzt eine wunderbare neue Idee. Aber erstmal werden wir die beiden das Dorf miteinander verbinden, also das Dorf verbinden und dieses eine Haus. Das mache ich jetzt noch und dann werden wir mal ins Wasser versuchen zu bauen. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Ich kann es ehrlich gesagt auch gar nicht so beurteilen, ja, weil ich keine Ahnung habe. Ja. So. Machen wir mal so, war? Ich muss mal erstmal leiser drehen bei mir. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie sieht es denn hier drüben aus bei den Eigenschaften. Realtek ist angeschaltet. Okay, jetzt dürftet ihr theoretisch ein bisschen was hören. Ich habe jetzt ein bisschen angeschaltet und bei mir habe ich leise geschaltet. So. Genau. So, da ist das Haus. Und da wollen wir eigentlich hin, wa? Das heißt, ich werde mir jetzt mal hier machen. Und das nehme ich dann direkt als Sackgasse. Gut. Ich muss ja echt schauen, wa? Das kriegen wir definitiv hin. So. Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gottchen, das ist aber schon ja ordentlich, was ich hier mache, wa? Ja, es kann also miteinander verbunden werden. Eine, ja, ist in Ordnung. Nehmen wir das als Sackgasse. Glücklicherweise habe ich nicht weitergebaut. Jetzt muss ich gucken. Das muss definitiv weg hier. Das kann ich gleich mit wegmachen. Genauso wie das hier. Ich weiß noch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist krass. Diesmal weiß ich gar nicht. Dieser Baum muss weg. Genau. Das muss weg. Und dann werden wir mal ins Wasser bauen. Eine kleine Wasserstadt. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich habe es bei Minecraft noch nicht versucht. Es ist so mein erster Versuch, bei Minecraft ins Wasser zu bauen. Gut, der kann weg dann. Perfekt. Ich werde erstmal alles auf eine Höhe machen hier. So. Auch hier. Und genau, hier werde ich auch auf eine Höhe machen müssen, damit das erstmal so alles eben bleibt. Oh, diese ganze Feinarbeit, die nervt, die nervt. Ja, heute war in der Kita Halloween. Die Kleinen haben quasi Halloween-Party gemacht. Die kleinen Zwerge. Oh, war süß. Jetzt hätte ich das sehen müssen. Die Höhe kann bleiben. Das ist klasse. Ja, und die Höhe. Wenn ich jetzt das jetzt so mache, dann kann ich quasi, ja, ich muss überall eine Etage tiefer. Ja, ich habe total vergessen, dass heute Halloween-Party war. Ich habe meine Tochter heute Morgen hingebracht, habe gesehen, die Erzieher laufen so ganz komisch rum. Was ist denn heute los? Ja, ich habe das total verpeilt. Dadurch, dass ich hier gerade Papa-Tasking mache hier, also mich um alles kümmere,
Habe ich auf den Kopf, irgendwelche Notizen zu lesen. Will ich gar nicht. Genau das. Und wahrscheinlich werde ich mir Montag mal frei nehmen. zum Brückentag, weil dann ist ja der 30. Oktober, der 31. am Feiertag hier in Brandenburg. Brandenburg, Brandenburg. Der Feiertag ist immer da. Jo. Und dann muss ich mal schauen, wa? Ich habe mal wieder vor, in irgendeine Ausstellung zu gehen. Ich war noch nicht im Deutschen, ich war noch nie im Deutschen Museum gewesen, aber mich juckt es mal, dahin zu gehen. Bergamo Museum, Deutsches Museum, das ist alles so nebeneinander. Und ich würde eigentlich gerne mal hin. Und ich werde wahrscheinlich, wenn meine Frau nicht dagegen hat, am Montag mal dahin gehen. Ja, das wäre so meine Idee zum Brückentag. Denn die Sache ist ja, am 31. am Feiertag ist auch ein schöner Tag, aber da haben wir dann alle frei und da wird wahrscheinlich noch voller werden. Und der 30. wird schon voll sein, so wie es aussieht. Und deswegen werde ich mal so einen Tag nutzen, ja, wo es voll ist, aber nicht so extrem voll ist. Ja, das wäre so meine Option. Ich weiß nicht, ob ich das Pergamon-Museum, ich werde wahrscheinlich das Deutsche Museum anstreben. Werde mich dann vorher nochmal so ein bisschen informieren. Werde ich morgen machen, weil ich muss wieder mal was machen. Museum Neuruppin will ich auch noch machen irgendwann. Schloss Rheinsberg und Schloss Oranienburg war ich ja schon. Berliner Schloss war ich auch schon, Schloss Berlin. Ja, da ist so einiges, wo ich schon war. Und ich muss mal gucken, dass ich auch einige Orte einmal so mitnehme. Auch hier. Da muss ich mal schauen. Also, ich weiß es nicht. Meine Kamera juckt es auf jeden Fall, meine Finger juckt es auch. Nach einem Bohneneintopf juckt es mir auch ein Popo. Aber das ist jetzt so, was mich so ein bisschen anstrebt. Super. Dann haben wir das. Die Sackgasse steht schon mal. Die Straße haben wir auch fertig. Es ist nur noch die Straße zum Dorf und dann fangen wir mit der Unterwasserwelt an. Wir haben hier echt schon so viel gemacht. Klar fehlen nur noch die Laternen überall. Die kommen aber noch. Die Laternen kommen noch. Das verspreche ich euch. Der beste Weg zum Dorf wäre natürlich hier. Weil nämlich. Hier muss man so wenig wie möglich abebnen und das passt dann auch ganz gut. Aber erstmal werde ich, wie ihr schon mal sicher bestimmt sehen werdet, gerade mal eine Runde schlafen. Und ja, dann mal gucken. Da ist mein Haus. Ich habe schon vergessen, wo mein Haus ist, ehrlich gesagt. Oh, krass. Hier wollte ich eigentlich mal eine Farm hinmachen, dass da jetzt ein Footballstadion steht, habe ich nie mit gerechnet. Dass das Ding auch so groß ist. Das Ding ist riesig. Dass das überhaupt dahin passt. Ist ein Wunder. Und wo ist mein Trinken? Mein Trinken steht draußen. Ich muss mal kurz Pause machen. Da bin ich wieder. Mein Mikro muss ich immer ein bisschen verstecken hier. Ich habe nicht nur ein Mikro mit Schnur. Ja, weil manchmal die Batterie ausfällt und deswegen finde ich die anderen doof. Natürlich hängt das mal mit den Kabeln zusammen und das ist dann auch manchmal ein bisschen doof. Aber immer noch besser, als wenn die Batterie ausfällt und man kann dann nicht mehr aufnehmen. Das ist auch scheiße. Das ist wie bei Mäusen, wo dann auf einmal, ja, wo nichts mehr funktioniert. Das wäre auch doof. So, jetzt wollen wir mal beginnen. Wir fangen jetzt hier an.